Herzlich willkommen heute zum Thema, warum Lottogewinne oder auch ein zu schneller Erfolg dir nichts bringt. Ich glaube sogar, dass es gefährlich werden kann, wenn dir das passiert. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr durchlaufen eine ganze Reihe von Menschen unsere Begleitung bei ihrer Selbstständigkeit, bei ihrer Wachstumsphase oder auch bei dem Verkauf ihres Unternehmens oder beim Exit. Und was uns auffällt, ist, dass nicht alle Menschen einen großen Erfolg verkraften können oder sie vielleicht viel zu früh erhoffen, dass sie das schnelle Geld haben und gar nicht wissen, dass es schadet. Und ich habe hier eine kleine Geschichte mitgebracht. Was passiert nämlich mit Menschen, wenn sie beispielsweise hier einen sehr, sehr hohen Lottogewinn bekommen haben, haben vorher vielleicht Hartz IV bekommen oder durchschnittlich gering verdient? Dann wurde festgestellt, dass in den Studien nach ungefähr 2 Jahren die Menschen es geschafft haben, all ihr Geld nicht nur wieder auszugeben, sondern teilweise sich noch zu verschulden. Es ging ihnen also hinterher sogar nach diesem großen Vorteil so noch schlechter als vor dem Lottogewinn. Nur die Frage ist natürlich, warum ist das so? Warum verlieren die Lottogewinner ihr Geld? Und da lade ich dich ein wenig in das Gehirn von Anton zu gucken. Anton ist nämlich hier Lkw-Fahrer und fährt 10, 20 Jahre seines Lebens Lkw. Und was hat er raus? Er hat immer so circa seine 1.500 Euro monatlich raus. Und seine Motivation ist auch nicht besonders groß zur Arbeit, aber er ist so viel motiviert, dass er zumindest nicht gekündigt wird und kriegt dieses Geld. Nun, dann passiert es, dass Anton gekündigt wird. Da steht er auf der Straße, ist aufgebracht, muss zum Arbeitsamt, muss sich neu bewerben und schließlich sitzt er da vor dem neuen Personalchef. Und nach dem Gespräch fragt ihn der Personalchef: Ja, Anton, was wollen Sie dann bei uns verdienen? Und Anton überlegt und sagt: Bisher habe ich immer 1.500 Euro verdient, also wenn ich das wieder haben könnte, vielleicht 1.550, nun, dann wäre das ganz schick. Die Frage ist jetzt, warum hat jetzt Anton wieder 1.500 Euro gesagt? Warum sagen Menschen eine gewisse Zahl? Denn du kannst gerne mal bei dir auf dem Personalausweis nachgucken, steht da irgendwo Hugo Müller, ich bin 1.500 Euro oder 2.000 wert. Hast du schon mal gegoogelt nach deinem Namen, was dein monatlicher Verdienst ist? Nein, es gibt letztendlich keinen Wert, den du wert bist, es sei denn den, den du sagst oder der Markt dir bereit ist zu bezahlen. Das Interessante ist, dass Anton ja hätte auch sagen können 10.000 Euro oder 15.000 Euro. Das würde er natürlich nicht bekommen. Aber das Problem ist, wenn Anton mit diesem Selbstbild einen Lottogewinn macht, also hier 10 Millionen Euro beispielsweise verdient, dann ist es so, als wenn du ganz kleines Glas hast und dann gießt du da 100 Liter Wasser rein. Das wird überfließen. Und bei Anton ist es so, dass sein Unterbewusstsein wie folgt was sagen wird. Das wird sagen: Mensch, Anton, überleg doch mal, du hast bisher immer 1.500 Euro gehabt oder es wird sagen, du hast bisher immer 409 Euro ALG2 gehabt, so viel Geld kannst du gar nicht umgehen und ich zeige dir mal ganz schnell ein paar Wege, wie du es los wirst. Ja, dann meldet sich dann der Onkel, der Tante, irgendein Versicherungsvertreter, Finanzanlageberater und zack ist das Geld weg. Das bedeutet also, in dir ist irgendetwas angelegt, in deinem Unterbewusstsein, in deiner Persönlichkeit. Ein Wert, mit dem du dich selbst vorstellst, bei zum Beispiel Personalgesprächen oder nachdem du auch deinen Geschäftsplan generierst, was du sagst, meine Lebenshaltungskosten sind dann 1.500 Euro plus die Versicherung, vielleicht noch ein bisschen Steuern und dann will ich 2.500 Euro im Monat haben. Das Problem an dieser Zahl ist nicht, dass 1.500 wenig und 5.000 viel ist. Das Problem ist einfach, dass deine Motivation sich dann in Abhängigkeit auch von diesem Wert generiert. Und je weniger Zahlen du dorthin schreibst, nun, desto weniger motiviert wirst du auch sein, dein Geschäft aufzubauen. Auf der anderen Seite kenne ich einen Unternehmer, der war es gewohnt, immer 10.000 bis 20.000 Euro monatlich sich aus der Firma zu entnehmen. Und der hat gehandelt, der hatte mehrere Läden in Berlin, hat importiert aus Indien, aus China und war mehrere Mitarbeiter gut im Geschäft. Doch eines Tages bekam er einen Brief und da stand drin: Ihre Container haben wir in Holland im Hafen festsetzen müssen. Unterschrift der Zoll. Nun, das Problem war, seine Einzelhandelsläden hatten jetzt keine Ware mehr. Er musste sich einen Anwalt nehmen und dann gerichtlich gegen vorgehen. Das war Markenbetrug, wurde ihm unterstellt. Ja, und zu guter Letzt hat er den Prozess verloren. Er musste für 1,5 Jahre die Miete in Holland dann in dem Hafen für die Container bezahlen. Dann wurden die Produkte komplett alle vernichtet. 3 Container waren das, hat doch mal Geld gekostet. Und klar, der Wareneinsatz, die Kosten, die er schon hatte beim Hersteller, die er schon ein Jahr vorher überwiesen hat, das Geld war weg.
Und damit war seine GmbH weg. Er war also insolvent, musste die GmbH abmelden, hatte nichts mehr. Aber er hatte etwas in seinem Unterbewusstsein. Er war es gewohnt, ein Mensch zu sein, der 10.000, 20.000 Euro im Monat auch wert ist, auch generieren kann. Und er hat dann wieder eine neue Firma aufgebaut und hat sich dann Geld geliehen, hat wieder komplett von vorne angefangen. Nun, und heute verdient er wieder 10.000 bis 20.000 Euro. Es scheint also so zu sein, dass du ein Selbstbild von deinem Selbstwert auch abgebildet hast in deinem Unterbewusstsein. Und das funktioniert so ein bisschen wie so ein Thermostat, wo du die Temperatur einstellst. Und bei vielen Menschen, und das ist der Nachteil bei Lottogewinnern, ja, da ist das Thermostat ganz unten eingestellt. Und selbst wenn ihnen Geld anvertraut wird, sorgen sie dafür, dass es schnell wieder weg ist. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die haben ihren Thermostatregler ein bisschen weiter oben eingestellt, bei 10.000 oder 20.000 oder sogar noch mehr im Monat. Und die haben eine ganz andere Energie, die haben eine ganz andere Haltung zur Einstellung von Arbeit, eine ganz andere Haltung zum Thema von Weiterbildung. Die haben eine ganz andere Art zu kommunizieren, weil sie mich interessiert sind, welche Probleme du hast und wie sie helfen können, diese zu lösen. Die haben eine ganz andere Aufmerksamkeit, um Märkte und Entwicklungen und Trends zu beobachten und zu gucken, wo kann ich neue Problemlösungsvarianten entwickeln, die an den Markt bringen, um dann die 10.000 oder 20.000 Euro zu generieren. Nun, wenn du gerade selbstständig bist oder überlegst, dich zu machen, dann lade ich dich ein, also nicht nur dein tolles Geschäftsmodell, deine 36 Monate zu entwickeln und die Zahlen nach hinten nach oben zu fahren. Ich lade dich natürlich auch dazu ein, dein Konzept zu überprüfen und den Markt zu überprüfen, aber überprüfe vor allen Dingen eins. Überprüfe hier oben das Bild, was du von dir selbst hast, welchen Wert du hast, was du über dich selbst denkst. Woher du kommst, was deine Eltern zum Thema Geld dachten, was die Eltern dir gesagt haben, wie viel du wert bist, dein Chef dir gesagt hat, wie viel wert bist. Und zweitens lade ich dich ein, auch Menschen zu suchen, die ein Thermostat schon weiter oben eingestellt haben, damit es möglichst auf dich abfärbt oder du von denen lernen kannst. Auch Millionäre, die viel zu schnell, Künstler beispielsweise, zu viel Geld bekommen haben, entweder gehen kaputt, nehmen Drogen, sind völlig vereinsamt, oder machen irgendeinen Unsinn und fahren sich zu Tod mit Flugzeug, Auto oder Motorboot. Es ist also auch hier wichtig, dass du eine stabile Persönlichkeit bist, wenn du den Weg auf der Treppe zum Erfolg nach oben gehst, dass du dir sicher sein kannst, dass du links und rechts feste Geländer hast, feste Wertesysteme, gute Freunde und Ratgeber hast, die dir helfen, dieses Geld nicht nur zu bekommen, sondern treu zu verwalten und selbst nicht wahnsinnig oder irre zu werden. Solltest du Fragen haben, nicht nur bei der Entwicklung deines Geschäftsplans, deines Finanzplans, sondern vor allen Dingen auch bei der Entwicklung der Persönlichkeit, dann kannst du uns gerne anrufen und den Gutschein für kostenfreies Erstgespräch beantragen. Und denke immer dran, nicht die 100.000 Euro, die du monatlich verdienst, sind zuerst da. Zuerst sind vor allen Dingen die Persönlichkeitsmerkmale da, die du entwickelst, dein Charakter, um diese 100.000 Euro erstens zu verdienen und zweitens auch zu behalten. Ich wünsche dir viel Erfolg. Abonniere gerne unseren Kanal oder empfehle uns weiter. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.